Talk, ich bin's, eure Josie, heute mal nicht auf einem Freitag. Und zwar hatte ich ja in meinem letzten Video angekündigt, oder in meinem vorletzten, ich bin gerade darüber überlegen. Wie auch immer, ich habe mir bei Stamping Up diese tolle Box gekauft und da waren Produkte drin, zu denen ich euch noch ein bisschen genauer was erzählen wollte. Und deswegen möchte ich euch das heute auch mal näher bringen, so eine kleine Art Produktbeschreibung. Ich brauche nur gerade eine Schere. Da. Denn es geht um das Kartenset Gruß und Glück. Das findet ihr im Jahreshauptkatalog auf der Seite 202 und 203. Und ja, ich wollte gerne einfach dazu ein bisschen was sagen, ein bisschen was erzählen, weil ich habe, wie ihr seht, ne, ich mache es ja jetzt auch gerade erst auf. Also ich habe da noch nicht wirklich, ich habe nur den Deckel aufgemacht und wie gesagt, ich melde mich dazu später nochmal, den packe ich mal weg. Ja, und deswegen möchte ich euch einfach zeigen, was da drin ist, weil ich finde, im Katalog kann man es jetzt nicht so gut erkennen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache dazu einfach ein extra Video. Ich werde dazu auch noch ein Video machen, wie ich damit bastel. Das habe ich mir auch festgehalten und das schaffe ich nur heute nicht mehr. So, wir fangen einfach mal an. Ich lege das mal beiseite alles. Und zwar habt ihr hier das Kartenset Groß und Glück. Da steht das auch nochmal drin. So, und dann gibt es dazu in Englisch, Französisch, Deutsch und Japanisch tatsächlich. Mal kurz gucken. Ach so. Ja, guck mal. Da steht auch noch ein bisschen mehr drin, was es so gibt, was man so machen kann. Also eine Beschreibung habt ihr auf jeden Fall auch schon mal dabei. Dann habt ihr da drin einen Stamping Spot in Schwarz. Der ist relativ klein. Ich suche gerade mal was zum Vergleichen. Ein normales Stempelkissen. So, dann sieht man den Vergleich am besten. Na, so, also finde ich super süß. Ich finde, dieses Set ist super geeignet, wenn man mehrere Karten auf einmal machen kann. Und da ist ja auch die Kreativität total frei. Also man müsste jetzt gar nicht mehrere Stempelsets tatsächlich haben. Kann man natürlich, aber für jemanden, der sagt, nee, also das passt an sich. Jetzt wollte ich noch... Mach das mal so, dass man das besser sehen kann. Genau, da seht ihr die Stempel. Genau, was da so drauf steht. Einfach mit jetzt bin ich natürlich auch dichter am Mikro. Das hört man natürlich auch gleich, wenn man kurz aufgestanden bin, um das zu sehen. Wie ich das sehe, weil mein Handy jetzt auch weitaus höher hängt. Ja, also ihr kriegt die Clear Stamps dazu. Dann bekommt ihr dazu dieses Geschenkband. Nein, ihr kriegt dieses Band dazu, was ich jetzt gerade nicht aufkriege. Doch, da. So, und das ist auch so ein bisschen im Ombre-Look. Ich hoffe, ihr seht das. Ne? Also hier oben ist ein bisschen dunkler und dann wird es ein bisschen heller. Finde ich persönlich sehr schön. Ich habe noch nie mit Bändern gearbeitet, wird also für mich eine komplett neue Erfahrung. Dann habt ihr dabei Aquarellstifte. Ich bin jetzt auch gerade am überlegen, in welchen Farben. Ich muss mal kurz luschern. Ja, ach so, genau. Da in Flamingo, Rot, Limette, Olivgrün und Himbeerrot. Genau, in den vier Farben, die sind mit dabei. Ich packe die mal kurz aus, knistert gerade so ein bisschen dolle. Ich habe die anderen ja auch und hier stehen tatsächlich keine Nummern mit drauf. Bei den anderen zum Vergleich stehen tatsächlich Nummern drauf, damit man weiß, wer es was ist. Wobei hier, finde ich, kann man das auch schon ganz gut erkennen. So, dann habt ihr die Dimensionals mit dabei. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die groß. Ich glaube, die anderen sind doppelt so. Also das ein so ein Blatt doppelt so breit. Die habt ihr auf jeden Fall dabei. So, und dann habt ihr jede Menge Umschläge. Ich suche die gerade mal zusammen. Ist gerade nicht so einfach. Weil nämlich.
ich, ja, hier mehrere Karten dabei sind. Also es sind auch verschiedene Größen tatsächlich. Achso, bevor ich es vergesse, ihr habt auch noch einen Acrylblock dabei. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht so. So, dann die Karten. Ich komme jetzt einfach mal ein bisschen weiter aus dem Bild. Das ist, glaube ich, einfach, also ihr habt die verschiedenen Umschläge tatsächlich. Die seht ihr hier. Ja, also in weiß und innen drin schwarz-weiß. Hier haben wir auch noch mal ein paar schwarz-weiß Umschläge. Also auch noch mal eine Nummer größer. Dann verschiedenfarbenen. Ich räume hier mal wieder aus dem Bild. Es sind, also es sind insgesamt für 20 Karten tatsächlich, die ist das Set ausgelegt. Dann habt ihr hier den entsprechenden Cardstock. Den habe ich jetzt, glaube ich, gerade angedatscht. Natürlich sehr unschön. Dann habt ihr hier nochmal die Karten, die schon vorgefalzt sind. So, die legen wir dann auch nochmal aus dem Bild. So, dann habt ihr hier diesen zuvor gestanzt. Ne, also da könnt ihr dann super die Stempelsets tatsächlich reinsetzen, wie auch immer ihr das möchtet. Ich habe auch schon direkt ein paar Ideen. Also vorgestanzt habt ihr auch noch. Dann habt ihr hier, packe ich mal ganz vorsichtig aus, solche, ja, so eine Art Pergamentpapier. Ist auch schon vorgestanzt, halt diese Blütenblätter, finde ich auch ganz schön. Ist das auch noch mal vorgestanzt. Da habt ihr zwei Blätter, wenn ich das sehe. Es sind insgesamt 8 Stück in zwei verschiedenen Größen. Ihr habt einmal hier 2, insgesamt 4 und von denen auch 4. So, dann geht's, ach, noch mal. Ach Gott, das nimmt ja kein Ende hier. So, dann habt ihr hier auch noch mal schwarz-weiß auch vorgestanzt. Ich muss aufpassen, dass mir das nicht auseinanderfällt. Tatsächlich, und ich es nachher nicht mehr zusammenbekomme. Also das habt ihr auch mit dabei. Und dann habt ihr noch mal vorgestanzte Blüten, hier Blütenblätter, weiß ich gar nicht, wie man es nennen soll. Auch das ist alles das Gleiche, so wie das aussieht. Genau, finde ich auch super hübsch. Und dann noch, das wird wahrscheinlich jetzt direkt blenden, das Ganze in Gold. So, und das ist einfach nur eine Pappe, die so dazu geht. Ja, also ich finde das Paket riesig. Also ich finde es total super. Ich werde damit auch auf jeden Fall was basteln, werde euch auch wahrscheinlich damit nehmen auf meine kleine Bastelreise zu diesem Projektkit, ne, Projektkit, nicht Kartenset, das ist ja nicht Projektkit. Das Ganze kostet im Katalog aktuell 42,50 Euro. Ne, ich muss auch dazu sagen, das, was ihr seht, habe ich selber gekauft. Das ist nicht gesponsert und gar nichts. Das habe ich tatsächlich selber gekauft. Ich fand es nur einfach wichtig, euch mal zu zeigen, was wirklich alles drin ist. Denn ja, es ist im Katalog beschrieben, aber ich finde, wenn man das so sieht, ist das immer noch mal eine ganz andere Sache. Und außerdem wollte ich euch auch gerne auf dem Laufenden halten, was ich so bestellt habe. Vieles habt ihr ja gesehen und da ist es ja wirklich ein bisschen kurz gekommen in dem Video, weil ich es einfach nur, ich habe den Karton ausgepackt, gesagt, so hier, dafür mache ich ein separates Video. Ja, und dazu werde ich auch auf jeden Fall was gestalten. Ich bin sehr gespannt, was ich daraus dann zaubern werde. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Und dann war es das auch tatsächlich heute schon von mir. Einfach so ein kurzer Sprung, so ein kleiner Abstecher einfach mal in die Welt dieses Kartensets. Es gibt noch viele andere tolle Sets. Ich habe jetzt erstmal mit dem angefangen und werde das ausprobieren. Sollte mir das gefallen, werde ich vielleicht nochmal das ein oder andere Set bestellen. Aber das hat es mir auf jeden Fall als erstes angetan. Wenn dazu Fragen sind, schreibt mir die gerne in den Kommentaren oder schreibt mir gerne eine Mail. Ich werde alles beantworten. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt kreativ. Eure Josie.